Ja, also ich möchte der Familie des Opfers, des 13-jährigen Mädchens Leonie, mein zutiefstes Bedauern, mein Mitgefühl ausdrücken. Das kann man sich nicht vorstellen, was das bedeutet für Eltern, die Tochter zu verlieren auf diese Art und Weise. Andererseits ist es jetzt nicht richtig und es ist verabscheuenswürdig, wenn von Seiten der Regierung wieder mal zu beobachten ist, dass aus einem verabscheuenswürdigen Kapitalverbrechen wie einem Mord, einem Frauenmord, wieder mal politisches Kleingeld herauszuschlagen, um Wählerstimmen aus einer bestimmten Richtung zu lukrieren und indem eben wieder mal eine Bevölkerungsgruppe, also die Ausländer, Migranten, Asylbewerber pauschal als das Problem benannt werden und Abschiebung als einzige Lösung genannt wird, auf eine emotional hoch aufgeladene Art und Weise. Also das ist nicht, wie wir den Diskurs jetzt führen sollten, den Diskurs rund um die Frage, wie lösen wir das Thema, das Problem der zunehmenden Frauenmorde, der Gewalt gegen Frauen, sexueller Gewalt und bis zum Mord. Und da ist eben, zeigt uns eben die Statistik, dass eben von den 15 Frauenmorden, die dieses Jahr begangen worden sind, 9 Österreicher waren. Also die Täter, 9-mal waren es Österreicher, die Frauen umgebracht haben. Also das Problem lösen wir nicht durch Pauschalverurteilung einer Bevölkerungsgruppe, weitere Spaltung der Bevölkerung und mehr Abschiebung. Das Problem lösen wir, indem wir uns generell anschauen, wie können wir verhindern, dass Frauen ermordet werden. In dem Fall allerdings, natürlich gab es auch Behördenversagen und zumindest einer der 2 Tatverdächtigen, Afghanen, hätte schon längst abgeschoben werden sollen. Da gab es eben eine Verzögerung bei der Behörde. Der war ja schon einige Male straffällig, hat sogar Haftstrafen schon abgesessen und sein Asylstatus wurde ja aberkannt. Und dass er dann eben, dass der Akt einfach so liegen blieb bei so einem Mensch, das ist ein Behördenversagen. Da muss man auch hinschauen. Das ist natürlich auch eine Problemlage. Das heißt von dem her, Sie sagen, auf der einen Seite sollte man diese Thematik auf jeden Fall führen, jetzt mehr in Richtung Frauenmorde, nicht in Richtung Asylfrage. Sie sagen aber trotzdem auch, dass man genau in diesem einen Fall dieser ältere der beiden Afghanen, der eben schon seit 2015 hier im Land ist, der als 12-Jähriger gekommen ist und dann eben 2016 einen Asylstatus bekommen hat, seit 2018 straffällig geworden ist, in 11 Fällen 3-mal verurteilt wurde und auch schon eben eine Haftstrafe abgesessen hat. Also, und da er eben auch schon 2019 den Asylstatus aberkannt bekommen hat, der dann aber noch in einem Rechtsverfahren eben das Ganze bekämpft hat. Das Verfahren ist immer noch offen. Das heißt, in dem Fall sagen Sie aber, ja, den hätte man auf jeden Fall abschieben sollen. Absolut. Absolut. Also da spricht alles dafür und nichts dagegen, so jemanden nicht abzuschieben. Das Problem ist nur, dass jetzt eben von Regierungsseite, also von allen, von politischer Seite, die eben bestimmte Wählerstimmen lukrieren möchte mit einer klaren Anti-Ausländer-Politik, das Problem der zunehmenden Frauenmorde eben dieser Bevölkerungsgruppe pauschal und in die Schuhe geschoben wird. Es wird einfach zu einseitig diskutiert. In diesem individuellen Einzelfall natürlich hätte man vielleicht sogar einen Mord verhindern können durch rechtzeitige Abschiebung. Abschiebung ist ein Rechtsmittel, das absolut wichtig ist und das angewandt werden soll, wenn es Sinn macht und wenn ein Asylbewerber hier sein Recht verliert auf Schutz. Das ist klar. Aber wenn wir uns die Statistik anschauen bei Frauenmorden, so viel häufiger morden nicht Asylwerber Frauen in Österreich. Und wenn wir uns dieser Thematik widmen auf politischer Ebene, dann müssen wir uns die Fakten anschauen und dann müssen wir das ganzheitlich diskutieren und dann müssen wir an die Ursachen gehen. Und die Ursachen für Frauenmorde sind problematische, überholte, patriarchale Frauenbilder. Warum werden Frauen so oft Opfer von Gewalt, sexueller Gewalt und Morden? Dafür gibt es Expertenorganisationen, dafür gibt es die Opferschutzorganisationen, die Frauenorganisationen, Gewaltschutzorganisationen, da gibt es professionelle Maßnahmen und Mittel und Zugänge, um da präventiv
Vorsorge zu leisten, dass weniger Morde passieren, dass weniger Frauen Opfer von sexueller Gewalt werden. Nur das kostet Geld. Prävention und Opferschutzarbeit kostet Geld. Und die derzeitige Regierung tut sehr, sehr wenig, um hier die Mittel zu erhöhen und hört sehr, sehr wenig auf die Organisationen, die eben entsprechende Maßnahmen umsetzen könnten, die zu weniger Gewalt führen und die Frauen schützen. Also das ist, es gab einen Ministeriumsgipfel nach dem 9. Frauenmord, da wurden die Opferschutzorganisationen nicht mal eingeladen. Und die Frauenministerin Susanne Raab, die das nebenberuflich macht, sie ist ja Integrationsministerin, also nebenbei auch Frauenministerin, sie hat sich eine Stunde Zeit genommen für die Opferschutzorganisationen und nach Protest hat sie sich dann 3 Stunden Zeit genommen. Also, und die Betreuerinnen von Frauen, Opfern, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind, sind heillos überfordert. Also sie berichten, dass eine Betreuerin für über 300 Fälle zuständig ist, von einer Wiener Interventionsstelle gegen familiäre Gewalt und so weiter. Also, und ich frage mich auch, wo war die Wut von einem Sebastian Kurz, von einem Karl Mehammer bei dem Mord des Bierwirten an seiner Ex-Frau? Wo war die Wut von Sebastian Kurz bei dem Trafikanten, bei dem Mann, der seine Ex-Frau angezündet und ermordet hat, die Trafikantin war? Also es wird einfach mit zweierlei Maß gemessen. Aber natürlich, meine Betroffenheit ist sehr groß diesem Mord gegenüber. Und die Täter sollen mit aller Härte des Rechtsstaats selbstverständlich verfolgt werden und selbstverständlich für die Tat büßen. Sie müssen hier die Tat absitzen. Also wenn, sie streiten die Tat ja noch ab. Das wird man sehen, wer wirklich die Mörder waren. Aber Abschiebung in dem Fall ist absolut angebracht. Ja. Nur es ist schäbig, hier den Mord an ein 13-jähriges Mädchen politisch zu instrumentalisieren, indem man schon wieder eine Bevölkerungsgruppe pauschal verurteilt. Als Schuldigen für ein großes Problem, das wir als Land haben, darstellt.